die haben ja praktisch schon alle Reality-Shows mitgemacht, die es gibt. Er hat gesagt, er wird alles machen, nur nicht Adam sucht Eva, weil da müssen ja wirklich alle nackig sein. Das mit dem Schnippel ist von mir, aber er hat gesagt, er hätte einen zu kleinen Penis, um jetzt den O-Ton zu bringen. Ah, okay. So. Und dann würde er sich schämen. Aber er hat danach gelacht. Deswegen glaube ich, er hat ein bisschen geflunkert. Na gut. Guck mal, der traut sich ja schon, sich auszuziehen, ne? Ja, ich habe den Filmen. Ich habe so viel Shades of Grey auch nicht geguckt. Ja, er war nackig. Du hast gesehen. Chris hat alle Folgen gesehen und guckt sie sich wöchentlich an. Deswegen weiß er, dass Jamie Dornan nackig ist. Und kann die Nacktszenen auswendig zitieren. Ja gut, da ist ja nicht viel Text. Es geht aber gar nicht um nackige Männer, sondern es geht um Homeschooling. Halt, wäre das Wichtigste beim Thema. Mit vier musst du da schon wissen. Habe ich auch gedacht. Was haben die denn für ein Homeschooling mit vier? Ja, habe ich auch gedacht. Also 2+2 rechne ich mit meiner noch nicht. Ich dachte ja erst, das ist der hier, aber ist er ja gar nicht. Aber guck mal, was für Ähnlichkeit. Die Familiengeschichte der Windsors nacherzählt. Und es gibt jetzt einen schwedischen Fernsehsender, der das Gleiche für Schweden plant. Karl Philipp übernehmen. Aber 1:1. Oder? Das ist irre. Okay, ganz schnell, wir müssen weitermachen, wir haben ja keine Zeit. Dagi B. Und ist mit Kascha Linhardt zweit gegen Jerome und dessen Ex-Ex. Rebecca aufwiegeln würde. Deswegen stellt sie sich ganz klar auf die Seite von Jerome Boateng. Okay, also wir ist auch eindeutig Team Jerome. Man muss vielleicht noch dazu sagen, es war ja so, dass Jerome Boateng auf Instagram mit einer Meldung rausgegangen. Weil eigentlich ist es ja bei denen so, dass die so private Sachen möglichst unter Verschluss halten. Selbst wenn es einmal so eine Meldung gibt. Wir erinnern uns, zu Weihnachten, Silvester gab es die Meldung bei Serge Gnabry, dass er sich mit seiner Freundin öffentlich gezofft hat. Die musste dann Strafe bezahlen, weil, also sie hat behauptet, sie wäre schwanger. Man weiß jetzt nicht, was da wirklich dahinter steckt. Sie musste dann Strafe zahlen, weil sie in Bayern ist ja Ausgangssperre ab 20 oder 21 Uhr und sie war dann trotzdem auf der Straße, weil es geknallt, also ist ja auch blödsinnig, aber egal. Dieser Sportler, der durch und durch Sportler ist und der dieser sportlichen Karriere auch alles unterordnet. Also der hat zum Beispiel die letzten Tage sich eingeschlossen in seiner Villa alleine, wollte niemanden sehen, weil er gesagt hat, ich muss mich 100% fokussieren auf dieses Spiel. Hat ja funktioniert, wie wir jetzt gesehen haben. Ja. Er ist 43 und damit auch in dieser Sportart eigentlich schon ein Opa. Sagt, mit 45 höre ich eventuell auf. Ist aber so, also ich habe gestern bei den Kollegen von ProSieben mal so eine Metamorphose von ihm gesehen über die Jahre. Der sieht fitter aus als zum Anfang seiner Karriere mit 43. Und er hat auch ein Buch darüber rausgebracht, über seine Lebensweise. Da steht ganz viel über seine Ernährung drin. Also keine Nachtschattengewächse. Das macht er mit seiner Frau, der ganzen Familie zusammen. Nichts Süßes, keine Milchprodukte. Und er ist in einem Interview, haben die Kollegen von ProSieben gestern Abend auch gebracht, von einer Reporterin gefragt worden, wie sieht denn ihre typische Mahlzeit aus? Und dann hat er sie ganz entsetzt angeguckt. Star dazu, ne? Eine Jennifer Lopez, Shakira letztes Jahr. Worden, ja. Genau, es gab auch die Diskussion, ob er irgendein Computerspiel irgendwie die nächste Folge ankündigen wird. Auch das hat nicht stattgefunden. Aber er hat 5,8 Millionen Euro selber dazugegeben, dass die Show so wird, wie er sie wollte. Also, der hat wirklich, also Tom Brady auf der einen Seite als sportlicher Superstar und The Weeknd als musikalischer Superstar. Ich finde, da kann man fast schon Parallelen geht ziehen. Geht schon. Also mein persönlich. Und da wurde eben eine Szene eingespielt, da hat er überhaupt keinen Groll Justin Timberlake gegenüber und es wäre alles gut. Überhaupt diese Dokumentation ist ganz interessant, wenn man sich mal im Internet angucken möchte. Es wird eigentlich gezeigt, dass alle Leute profitiert haben und finanziell von ihr profitiert haben. Und sie ist sozusagen die Verliererin in der ganzen Geschichte. Sie hat ja letztes Jahr im November beantragt, dass die Vormundschaft des Vaters endlich endet. Was zur Folge hatte, dass der Vater sich jetzt die Vormundschaft mit einer Treuhandgesellschaft teilt und sie trotzdem aus der Nummer nicht rauskommt. Wollen wir hoffen. Und er hat gesagt, also das Wichtigste, Eltern lachen sich jetzt tot, wäre Geduld, 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 weil seine Vierjährige, wieso hat denn mich keiner gefragt und dich und Lukas und Chris und so. Also ich bin total entrüstet. Zumal Lukas auch eine Ukulele. 60.000 Euro erleichtert, um 60.000 Euro erleichtert. Er ist nämlich auf einen Nachbarn losgegangen und hat zwei Polizisten beschimpft. Und deswegen muss er jetzt 60. Familie, es ist alles perfekt. Um das kaputt zu machen, lässt er sich jetzt vor den Karren von Katar spannen. Wir wissen ja, dass da alles so menschenrechtsmäßig Vorbereitung für die Fußball-WM. Und kriegt dafür irgendwas um 11,4 Millionen Euro. Finde ich schwierig. Bachelor. Und zwar haben sie sich da unterhalten, welche Reality-Shows sie mitmachen würden. Und da hat Jürgen Milski gesagt, alle, nur nicht Adam sucht Eva, weil da wäre sein Penis zu klein. Das glaube ich erstens nicht. Neue Eva. Ach so, ja, siehst du. Das neue Brüste und Fett-Info. Fett-Info. Genau. Das war die Nachricht. Das ist die Nachricht. Ja, zu Recht nicht.